Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Tutorial-Video oder Anfänger-Guide, wie man denn in diesem Spiel anfängt. First, du startest das Spiel. Das ist, glaube ich, eben bewusst, wie man es macht. So, zweitens, du siehst diesen Bildschirm, denkst dir so, okay, dann loggst du dich mit deinem ACC ein oder über Steam halt bist du eingeloggt. So, dann, Sterne sind auf 0, du bist hellblauer Rang. Und du kriegst dadurch, dass du Class Quest machst, also kommt nicht bis später, dann Sterne. So, ich habe 48, ich bin also so im Grunde genommen in der Mitte von Orange. Ja. Ja, kann man so sagen, also. Ja, doch. Okay. Das ist jetzt nicht so wichtig und Gilde hat, dann sieht man hier auch oben und so weiter. Also, Servers. So, man kann hier verschiedene Server auswählen. Kurz die wichtigsten. US West ist der Trading Server, also wenn ihr irgendwas traden wollt, geht ihr darauf. EU West spiele ich immer und der ist ja dann wichtig. Und EU West 2 ist der Fang Train Server, da könnt ihr euch einfach einen Train reinstellen. Wenn ihr zum Beispiel schnell leveln wollt, dann stellt euch da einfach rein, kurz mal. Ihr seht, welcher Realm da der Fang Train ist, weil das kann eine Weile dauern, bis man da reinkommt, aber egal. So, also im Prinzip der hier, also der hier und der hier. Sind so die man wissen muss und EU West, das spiele ich und deswegen ist der wichtig. Okay, so als nächstes gehen wir auf Play und dann kommen wir hier in dieses Menü. Man hat eigentlich nur einen Charakterslot, man muss sich die anderen kaufen und ich habe jetzt 4 und ja, so dann hat man hier noch sein Graveyard, die News, also seine Sachen hier und dann hat man die Classes und die werden jetzt wichtig. Und zwar für alle, die bei dem Spiel jetzt noch nicht so wissen, welche Klasse nehme ich, welche ist gut für mein, also für mich so. Zu einer Seite muss ich sagen, man muss seinen eigenen Spielstil finden, weil wenn man mehr auf so mittlere Distanz geht, dann so Red Rouge, Assassin, Trickster, so Ninja, alles super. Dann weitere, also weitere Distanz ist natürlich dann Wizard, finde ich, und Sorcerer, Necro, Priest und Mystic. Und dann so noch so Fernmittel, so was, keine Ahnung, ja, irgendwie sowas in der Art, sind dann halt die Archer und Huntress. Sü. Und dann gibt es halt noch die komplett Nahkämpfer. Aber welche Klasse ist gut für den Anfang? Natürlich hat man am Anfang nur den Wizard. Wenn man sich jetzt mal, wenn man sich überlegt, man hat alle Klassen freigespielt, man hat alle mal gespielt. Trotzdem würde ich sagen, wenn man noch ein Anfänger ist und sich nicht sicher ist, sollte man wirklich sozusagen erstmal einen Wizard spielen. Dadurch, dass man diesen fetten Spell hat und wenn du halt den komplett triffst, so derbe viel Damage machst, dadurch, dass du dann auch gute Loot securen kannst, ja, ist ja ziemlich gut. Und wenn man Doombau hat, sollte man sich einen Archer machen, weil Archer ist auch sehr geil. Du kannst mit deinem Kuva paralyzen und dann ballerst du einfach nur noch rauf mit deinem Doombau und das macht halt massiven Damage und mit dem kannst du so ziemlich alles kriegen, sobald du einen Doombau hast. Wenn man sich dann so denkt, ja, okay, ich kann es jetzt, ich komme ins Spiel rein, ich kann gut ausweichen allen den Schüssen und so weiter, dann kann man sich dann natürlich an den Warrior, Knight, Paladin reintrauen, auch an, okay, auch an Rouge, Assassin und Ninja, weil die sind ja auch näher drin, aber nicht so nah wie die Warrior und der Paladin und Knight, bla bla. So, von den Nahkampfklassen, von den drei, ist halt, also für mich, der Knight und der Warrior die besten zwei, Paladin, nur wenn man Oreo hat, aber dazu, mit Oreo sage ich was später, aber wirklich nur, wenn, eigentlich wenn man Oreo hat, so. Der Buff ist echt geil. Es macht auch echt Spaß, wenn du einfach mal 1000 Damage machen kannst oder sowas mit deinem Ass oder so, wenn du eins hast. Aber auf jeden Fall Warrior und Knight sind so. Ich würde sagen sogar Knight. Einfach nur das, weil du extrem viel Defensive hast und noch das Schild. Also, wenn du halt den Stunst, dann kann er dich wohl nicht angreifen. Deswegen ist es einfach nochmal ein Ticken safer. Ninja zum Beispiel ist schwer. Den muss man wirklich können, damit man mit denen gut ist. Obwohl er ziemlich stark ist, ist es ein starker Charakter. Und so Sorcerer ist ziemlich geil. Assassine ist auch eine super Klasse, wenn man halt noch nicht so gut ist, weil das Gift, was er schmeißen kann, das ist natürlich auch gut bei vielen Bossen. So, also für mich die Anfängerklassen, Wizard, Archer und wenn man sich zutraut, aber immer noch nicht sicher ist, Knight. So halt so, wenn man so mittel ist. Und wenn man sich wirklich so denkt, okay, ich kann jetzt alle, dann eure Entscheidung. So, dann gehen wir mal in-game. Ich nehme jetzt meinen Wizard. Okay, also wir sind hier im Realm. Ihr kommt in ein Tutorial, dann lernt ihr noch ein bisschen was. Aber wir sind jetzt in ganz normalen Nexus. So, da sind ein paar Leute. Hier sind die ganzen Shops außen rum. Also hier, wenn ich mit der Maus so gehe, seht ihr meine Maus. Hier, da ist der Alchemist und da sind die Boxen. Ja, so. Dann Geiteil hier.
Das brauche ich aber nicht erklären. Jeder weiß, was eine Gilde ist. Und ja, da kann man halt rein, wenn man eine Gilde ist. Uhu. So, die Vault, da gehe ich jetzt rein. Also, die Vault ist dein Lagerplatz. Sobald du in so eine Kiste irgendwas reintust, bleibt es da. Damit kann. Dieses Spiel ist Permadeath. Heißt, wenn ich mit diesem Charakter sterben würde, wäre das alles weg. Diese Sachen. Weg. Das Fame auch, aber das ist jetzt egal. So, weg. 6-8 ist er. Dazu sage ich auch noch was mit den Stats, aber einfach mal nur das Equipment her. Tot. Weg. Alles weg. Würde ich es aber hier reinlegen und dann sterben, dann wäre das aber immer noch drin. Ich wäre halt tot, aber mein Charakter ist dann weg. Für immer. Aber es wäre halt hier drin. Es wäre nicht weg. Also im Prinzip alles, was selten ist oder gut oder ihr nicht verlieren wollt, einfach hier reinpacken. Ihr habt eine Kiste nur am Anfang. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen gekauft. Es gibt Leute, die haben alles. Aber so viel Loot habe ich gar nicht. Ich habe hier schön Platz. Noch ein bisschen. Aber naja. So, dann habt ihr ja auch noch Kisten, aber die kriegt ihr von den Alchemisten und sowas. So. Petyard. So, zum Pet. Ich euch erzählen. Das wichtig, also im Prinzip, wenn ihr ein Pet habt, das Heal, Magic Heal und Electricity hat. Electricity? Ja, genau. Dann Pass reicht. Das ist das Beste, was man sozusagen haben kann. Die drei Sachen. Und hier sollte man so ziemlich als erstes haben, weil hier ist ja wichtig. Und ihr müsst immer aufpassen, zum Beispiel jetzt hier, ich müsste den upgraden, aber trotzdem Fuse Pad. Jetzt nehme ich den hier. Fuse Strength Great. Nein, nicht. Weil sonst hat man komplett falsche Level. Das geht einfach nicht. Also die Level. Wenn man zum Beispiel jetzt ich das jetzt machen würde, könnte ich weniger leveln als ein anderer, der das auf Maximum hat. Also immer bis zum Maximum alle beide auf dem gleichen Level und dann erstmal richtig schön fusen und dann hat man ein schönes Pad. Man muss halt immer den Typen ja upgraden und ich sammle gerade Fame und so. Aber ist jetzt egal. Also Pad einfach wirklich darauf achten, zum Beispiel ein Humanoiden-Egg. Das sind glaube ich die. Hier, warte mal, ich habe hier zwei. Ja, der hat hier ein Match. Ey, du lol, der hat das sogar. Bin ich blöd? Wieso benutze ich den eigentlich nie? Alter, Leute, ist mir nie aufgefallen. Den könnte ich voll gut machen. Die wusste ich mal währenddessen. Okay, ich habe mir gerade selber eine Lektion beigebracht. Erstmal gucken, was ich hier mache. Der hat ja alles drei, das ist ja super. Da muss ich dann nur einen anderen finden. Hier habe ich noch einen kleinen. Der hat hier Magic hier, ja. Also die Humanoiden haben meistens hier und Magic hier. Und sogar manchmal Electricity wie der hier, der kleine. Ja, den werde ich jetzt leveln. Jetzt weiß ich endlich mal, wo ich meine ganzen UT-Sachen, die ich nicht haben will, endlich mal reinschmeißen kann. So, okay. Also einfach bei den Pets immer wirklich. Das beste Pet ist einfach hier Magic Key Electricity fertig. Das ist das Beste, was man haben kann. So, nächstes. Die Stats. Es gibt ATT, also Attack, wie viel du noch mit Damage machst, weil deine Waffe zum Beispiel macht 60, weil meine macht 60 bis 100, heißt also so ungefähr im Durchschnitt 80. Das ist ja dann die Hälfte ungefähr. So ungefähr so 80 macht sie. So, jetzt meine ganzen ATT noch dazu. Und dadurch mache ich dann halt mehr Damage. Also das ATT ist eigentlich ziemlich wichtig, weil sonst machst du keinen Damage. Speed. Das kann sich jeder vorstellen. Ich bewege mich schnell, langsam, mittel. Wit ist, wie schnell deine HP sich regenerieren. Death ist, wie viel du aushältst. Also nicht, wie viel du halt. Zum Beispiel, ein Schuss macht 100. Mit meinem Death macht er nur noch 70. C.B. Also sowas in der Art versteht man, oder? Oder 60 oder so. Keine Ahnung. Dex, wie schnell ich schieß. Und Wisdom, wie schnell mein Mana regeneriert, außer bei der Klasse Mystic, Paladin und Priester. Da bringt es dann noch für die Ability was. So. So, und jetzt noch, was noch ganz wichtig ist, was gibt es für Lootbeutel? Wo kriegt ihr euer Loot und wie holt ihr euer Loot? Jetzt gehe ich nochmal in meine Vault, dann kann ich das besser zeigen. Also, kurz mal zur Info. Es gibt ein Brown Bag. Okay, ich glaube, ich versuche mal hier so ein bisschen Bilder einzublenden. Falls da keine sind, dann habe ich es einfach nicht gepackt oder ich bin einfach zu blöd dafür. Brown Bag. Dann Pink Bag. Dann Purple Bag. Dann Cyan Bag, glaube ich. Blue Bag. White Bag. So, diese ganzen Bags gibt's. Brown Bag und Pink Bags können von jedem gesehen werden und ab Purple kannst nur du das sehen. Also wirklich, das ist dann so ein Soulbound, dein Soulbound Damage, den du machst. Wie macht man Soulbound Damage? Das kann man sich, glaube ich, ganz einfach erklären. Du schlägst auf den Boss, beziehungsweise auf irgendwelches Viech und haust auf Kabam Götter, beziehungsweise auf dein Glück und ja, vielleicht hast du ja mal Fortuna irgendwie gut erwischt oder so. Falls das der Fall ist, hast du gute Sachen. Falls nicht,
Naja, dann, warte mal, dann zeige ich mal ganz kurz so, was zum Beispiel hier, das ist in einem Cyanbag. Ich habe jetzt gerade, habe ich gerade Pots irgendwas wie? Nee. Das ist ein Cyanbag, zum Beispiel so ein T12er Staff bei Oryx oder bei anderen Bossen, aber das ist jetzt einfach mal Oryx, so beim Oryx 2 im Weinkeller, aber egal. Das ist ein T12er Staff, heißt tradable und tired gleichzeitig, weil T12 tired, also eigentlich tired heißt es, und bei UT ist es untired, aber man könnte es auch als untradable und tradable nennen. Okay, also wenn ich den jetzt hinschmeiß, könnten jeder aufnehmen. Wenn ich den hinschmeiß, kann nicht jemand, also ist er ganz normal. Das Ding ist soulbound. Heißt, ich kann es nicht traden. Das wäre unmöglich. Außer ich mache mal wieder ein Ding, UT-Weekend. So. Und so ein Pyramide-Ring oder eine Mad Lab-Probe, also ein Rope of the Mad Scientist oder so ein EP sind in einem Whitebag, und die zwei Sachen hier sind in einem hellblauen oder sogar dunkelblauen, weil manchmal hast du einen Pot und dann zum Beispiel noch das. Und dann wird der dunkelblau angezeigt anstatt den hellblauen. Versteht sich, oder? Okay. Boah. Ich muss mal ganz kurz was trinken, da wird richtig die Lunge trocken, wenn man so viel redet. Okay, weiter. Okay, also ich habe das mit dem Bags geklärt, und wie macht man halt seinen Zauber Damage? Man muss halt wirklich, zum Beispiel mit einem Archer oder zum Beispiel auch mit einem Wizard, Spell, wenn du gut triffst, machst du viel Damage. Also wenn du wirklich jeden Schuss triffst vom Spell, haust du den Damage rein? Ich weiß es gerade nicht, ich hab's nicht im Kopf. Ich kann es auf jeden Fall nachschauen, wie viel du insgesamt machst, wenn du jeden Schuss triffst. Ich gehe jetzt mal hier in Scotland, um noch ein bisschen was zu zeigen, was auch noch ganz wichtig in dem Spiel ist. Und zwar das Ausweichen der Schüsse. Wie man sich denken kann, wird man getroffen, kriegt man Damage. Kriegt man zu viel Damage, ist man tot. In Kurzform. So, wie vermeide ich Damage? Genauso, schön ausweichen, zack, zack, da wurde ich ein bisschen getroffen, aber das ist nicht so viel. Wenn man, weil zum Beispiel, wenn man Knight ist, muss man, hier ist ein Blue Bag, so. Okay, und ich habe was im Purple wäre, die hier, und halt den Death Pot. Deswegen wird mir das Bessere angezeigt. Und da der Death Pot besser als das nur Purple Bag ist, ja, könnt ihr euch vorstellen, so. Ah, ein Eggbull. Ja, die gibt's auch noch, stimmt, die habe ich voll vergessen, aber, ja, so, ich vergesse die einfach. Die kann auch keiner sehen, nur ich. Ich glaube, muss ich dann später noch einfügen. Oder ich sag jetzt, ich mach den jetzt dann. Aber ja, das wisst ihr auch. Ne, warte mal, was laber ich gerade? Ja, mit dem Wizard halt oder mit dem Archer, mit dem Doombow, da macht man ganz schön guten Ding. Oder zum Beispiel mit dem Knight, mit dem Schild, das sind 5 Schüsse. Das sind, glaube ich, irgendwie um die 1500 Damage, die du machst, oder 2000. Ich hab's nicht im Kopf gerade. Ich wusste eigentlich mal. Ey, was sind das? Humanoid? Nein. Jetzt hätte ich es mitgenommen, weil die Dinger sind echt geil. Ja. Und wo zum Beispiel kriegt ihr die White Bags her oder diese Blue Bags? Oder wo kriegt ihr zum Beispiel spezifische Pots her? Jetzt suche ich mal einen Dungeon. Ich habe hier vor viele gesehen, dann wollte ich da rein und dann ist mir noch etwas eingefallen. So, okay, dann. Ich gebe an kein Alles. Also, während ich hier den Dungeon suche, rede ich einfach mal, was man in den Dungeons kriegen kann. Also ungefähr. In einem Abyss kriegt man Death und Witz. In der Spirit World kriegt man Dexes und auch Deaths, manchmal aber nur. Oh Gott. Manchmal aber nur dann Mad Labs Wisses, alle leer Wisses. Ah, gleich wieder ein Speed. Auch wieder blau, da will ich nicht rein, weil das wäre zu gefährlich, weil so ein Abyss ist schon echt hardcore. Für einen Wizard. Also ich krieg das nicht hin, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hier, keine Ahnung. Wo war ich denn gerade? Und dann noch. Es gibt auch noch HP und MP, also man kann insgesamt 8-8 werden. Man nennt so zum Beispiel, wenn ich jetzt ATT fertig habe und alles andere weiß ist, aber das Gelb heißt 1-8, 2-8, 3-4-8, 5-8, 6-8. Ich bin 6-8. Jetzt kann man noch 7-8 und 8-8. So, aber das ist egal. Hier in der Spirit World. So, jetzt geht man halt zum Boss. Der wird meistens halt angezeigt. Da, das ist der rote Punkt, so. Die vier können auch ganz gut ATK fallen lassen. Also wenn ihr ATK droppen wollt, die können auch ganz gut droppen. Wie ihr halt am besten Pots kriegt, außer also die einzigen Pots, die man nicht im Godline kriegen kann, sind, ich glaube, Dex und Wit und wisst ihr? Ich glaube schon, ja. Aber sonst kriegt man alle anderen. Außer ich verrät mich gerade mal. ATT, Dev. ATT, Dev, Speed. ATT, Dev, Speed. Jo. Ja, genau. Die kriegt man im Godland, also kann man im Prinzip auch Godland farmen, halt die ganze Zeit da, wo ich gerade war, wo ich die Pots gedroppt habe, man sieht es hier.
Achso, jetzt mache ich mal den Boss. Der dauert halt seine Weile. So, jetzt mache ich jetzt Damage, weil hier keiner an. Weil hier keiner ist, kriege ich hundertprozentig Loot, weil. Aber auch kein Purple Bag. Also ich krieg schon so ziemlich einen ganz normalen Blue Bag oder eine White Bag. Kommt drauf an. Gespannt. Eine Blue Bag. So, da ist jetzt ein Dex drin. So, den nehme ich mit. So, passt. Ganz normal, so gehen Dungeons, einfach immer wieder dasselbe. Es gibt halt verschiedene Dungeons mit verschiedenen Pots auch noch, zum Beispiel auch noch Haunted Cemetery, das ist von dem kopflosen Reiter gespawnt. Da kriegt man viel Speed, Wiss kann man kriegen und beim letzten sogar einen Witpot. Das weiß ich auch. Also das mit den Dungeons, das merkt man einfach selber irgendwie, was wo droppt, das ist nicht schwer zu verstehen und auch nicht schwer zu kapieren. Also das ist wirklich nicht allzu schwer. Und einfach das Wichtigste in dem Spiel ist einfach, man muss so viel ausweichen wie möglich, damit man halt so wenig Damage wie möglich kriegt. Dann gibt es ja auch noch verschiedene Statuswerte und auf die muss man ganz besonders aufpassen. Zum Beispiel, es gibt Confused, heißt deine Tastatur wird umgestellt. Aber das gibt eine spezielle, also die Tastenkombination, die du kriegst, wenn du Confused bist, gibt's auch zum Beispiel auf Realme kannst du gucken, wie die Tasten sind, wenn du confused bist. Und wenn du das halt anlernst, die Tasten dann so zu drücken, dann ist gut. Und dann gibt es halt zum Beispiel noch Armor Broken, heißt deine kompletten defensiven Werte sind weg. Dann gibt es Sick, dass du keinen HP-Pot mehr trinken kannst. Dann gibt's Quiet, dein Mana ist Futsch Ikato, weg, tschüss. Und sonst noch weiter. Und dann gibt's. Und du kannst keine Mana Pots benutzen. Warte mal, ich bin weak, jetzt bin ich schwach. Ich bin Armor Broken, jetzt ist mein Death weg. Komm her. Verdammt, das Viech hat mir jetzt gerade echt geholfen, das zu zeigen. Aua. Okay. Also, und dann gibt's halt noch Slow zum Beispiel, man wird verlangsamen. Dann gibt's noch. Es gibt noch ziemlich viele. Also, Daze zum Beispiel, man schießt extrem langsam. Oder so, buff. Buff. So ungefähr, so wirklich langsam. Und noch viel weiteres, aber das muss man im Prinzip. Ich habe mir nie irgendwas angeguckt oder sowas. Ich habe das alles selber gelernt, wie was ist und wo was ist. Und ja, okay, so, ey, wirklich. Meine Kehle war noch nie trockener. Aber so kann man das im Grunde genommen alles verstehen. Also, ich hoffe, das hat euch jetzt ungefähr geholfen zu verstehen, was in dem Spiel halt abgeht und so weiter. Und einfach, das Wichtigste in dem Spiel ist einfach nicht sterben. Solange ihr nicht sterbt, ist alles super. Und noch als kleiner Nebentipp, wenn ihr zum Beispiel eine Whiteback kriegt, dann könnt ihr die auch auf meine Twitter-Seite posten und ich kann die dann Whiteback-Montage mal alle zusammenfügen. Dann, wenn ihr zum Beispiel eine Whiteback kriegt und die ist eurer Meinung nach selten, dann packt ihr einfach in eure Wallet. Und wenn ihr die benutzen wollt und euch so denkt, okay, benutze ich oder ihr benutzt das gleiche, ist mir eigentlich egal, weil bei mir ist immer so, wenn ich irgendwas extrem seltenes kriege, dann bleibt es erstmal kurz in meiner Wallet. Das ist immer so. Ich hatte Angst, das zu benutzen, weil sowas zu verlieren ist halt scheiße, weil man halt ziemlich lange gebraucht hat, um sie dafür zu suchen oder so. Auf jeden Fall, falls, dann lasst es in der Wall oder nimmt es mit. Und ja, damit hier mit dem Dexport würde ich sagen, war es das mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich was vergessen habe, dann könnt ihr das gerne in die Comments schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr liked und so weiter und so fort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.